Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, eine ganz besondere Folge, wie ich finde. 2 Jahre Projekt Schrebergarten und da fange ich auch gleich mit was Neuem an und noch ein paar Überraschungen. Aber jetzt geht es erstmal um diesen Ort und was das auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Nee, dieses Spiel mit der Kugel. Voll schön hier. Wir haben Samstag. Ich hatte gerade auch schon einige Sonnenstrahlen, obwohl heute Regenwetter herrschen soll. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Es sind ja alles nicht wirklich Vorhersagen, sondern Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Somit habe ich Glück, dass ich bei noch recht trockenem, recht windstillem Wetter, also es war die letzten Tage bei uns richtig pussig. Da könnt ihr den Klaus fragen, kleiner Insider. Na, jetzt habe ich doch die ersten Tropfen abgekriegt. Ja, mal so, müssen wir mit leben. Bisschen Wind gibt es auch zwischendurch. So ist das in Husum, die Graustadt am Meer. Das Wetter spielt auf jeden Fall für den Titel mit, aber die graue Stadt soll auch ein bisschen bunter werden. Und jetzt kommen wir zu meinem neuen Projekt. Oder nicht mein Projekt, das Projekt ist ein Wir. Und dieses neue Projekt wünschen wir uns gerne auf diesem Grundstück. Das passt zu unserem Traum, zu unserer Vision, wie auch immer man das nennen möchte. Denn wir wollen in Husum ganz gerne einen Stadtgarten integrieren. Dieser Stadtgarten soll auch andere Menschen anstecken, es uns nachzumachen. Deswegen, ich habe ja schon mal erzählt, es soll einen neuen YouTube-Kanal geben, der das Ganze hier unterstützt. Ob es ein Hier wird, wird die Zukunft noch zeigen. Im Hier und Jetzt kann ich euch sagen, wir hatten ja Grundstücksangebote, wie ich euch in einem anderen Video schon mal erzählt habe. Und dann haben wir dieses schöne Fleckchen Erde gefunden. Und wir haben uns total verliebt in dieses Grundstück. Denn es hat so viele besondere Orte, könnte man sagen. Und die Zusammenstellung oder die Art und Weise, wie das hier alles ist, das ist schon perfekt für unsere Sache. Worum das geht bei der Geschichte, das zeige ich euch jetzt. Also, mitkommen. Ich habe in einem anderen Video schon ein bisschen mehr zu diesem Projekt erzählt, was das alles so auf sich hat. Das werde ich nochmal grob aufgreifen heute, wer da noch ein bisschen mehr Details haben möchte und wie das auch so entsteht. Das Ganze, der soll vielleicht nochmal in das Video gucken. Die Kurzfassung wird es jetzt ansonsten auch tun, für alle, die da keine Lust drauf haben. Der Stadtgarten soll von den Husumern für die Husumer entstehen. Der Stadtgarten soll nicht einfach nur ein Garten sein, es wird natürlich ein Permakulturgarten sein. Den Hortus haben wir uns vorgestellt. Des Weiteren geht es natürlich um den Nachhaltigkeitsgedanken. Wir wollen natürlich die Leute anstecken und sie in die Natur bekommen. Stadtgärten gibt es in Deutschland schon. Genug Projekte, von denen wir alle noch nicht gehört haben. Dennoch sind sie da. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung. So wie die Sonne, die jetzt rauskommt. Wir würden ganz gern einmal im Jahr ein Erntedankfest feiern. Wollen den Menschen zeigen, wie toll das Essen aus dem Garten schmecken kann. Vor allen Dingen, wenn es dann auch nachhaltig angebaut wurde. Und das Ganze dann auch noch einen ganz tollen, in Anführungsstrichen, Nebeneffekt hat. Und zwar, dass hier ein wunderschöner Ort entsteht. Zum Hortus habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Da wird das alles so beschrieben. Das stellen wir uns hier vor, wenn es das Grundstück wird. Ich muss auch mal drehen. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, da gibt es einen Rodelberg. Und noch ein Stückchen weiter in diese Richtung. Ja, den Wind kann ich nicht vermeiden. Entweder ich ziehe es jetzt durch oder ich fange einen anderen Tag nochmal an. Und das ist schon mein zweiter Versuch hier. Es ist halt so. Ne? Dazu soll auch gehören, dass wir die Kreisläufe der Stadt ein bisschen nutzen wollen. Ob es noch dazu kommt, wird sich zeigen, aber wir haben uns das auf jeden Fall vorgenommen. Die Stadt war ja bisher auch sehr begeistert von dem Projekt, hat uns auch unterstützt und vermittelt bei diesem Grundstück. Bei diesem Grundstück handelt sich das nicht um ein Grundstück der Stadt, sondern das gehört dem Kloster hier bei uns. Und wir haben schon gesprochen, wir hatten schon einen Termin. Daraus hat sich ergeben, dass sie uns das Grundstück anbieten wollen. Und das passt auch alles soweit in den Kram, was die Pacht angeht und so weiter. Da sehen wir gar keine Probleme. Jetzt geht es um einen guten Start, um einen Träger, um alles, was wir dafür brauchen, dass das Ganze hier Wirklichkeit wird. Das ist natürlich ein bürokratischer Schritt, aber das, was wir hier brauchen, ist natürlich etwas, wo wir unser Werkzeug unterbringen können. Gewächshaus haben wir natürlich angedacht und
ja, ohne Werkzeug, ohne Schaufeln, ohne Schubkarren wird hier nichts funktionieren. So, jetzt möchte ich euch mal dieses tolle Grundstück zeigen. Uns wurde übrigens nicht das Ganze angeboten. Wir kriegen so grob ein Drittel die Hälfte, um uns zu bewerben. So geht das weiter. Das haben wir selber auch als gut befunden, weil die Dinge sollen sich entwickeln, alle sollen zufrieden sein. Und ja, so soll das Ganze starten. Dieser Ort ist so wunderbar gelegen und deswegen passt das so in unseren Traum hinein. Jung und alt werden hier willkommen sein. Wir sollen alle voneinander lernen. Das Tolle an diesem Grundstück ist, dass angrenzend zum einen eine Schule ist und hier vor meiner Nase befindet sich ein Spielplatz. Den möchte ich euch jetzt erstmal einmal zeigen. Den wollen wir natürlich nicht umbauen, sondern das ist einfach etwas Angrenzendes, was wunderbar zu dem Stadtgarten passt. Spielplatz mit Rutsche, einem Rodelberg, der grenzt dann nachher am Stadtgarten. Dann haben wir eine schöne Seilbahn. Da seht ihr auch nochmal die Schule, die direkt dran grenzt. Wir haben hier auf jeden Fall ein schönes Klettergerüst. Ich finde den Ort generell hier schön gemütlich. Dann haben wir hier noch Schaukeln, Sandkasten und natürlich auch Möglichkeiten zum Sitzen. Mensch, es ist ordentlich am Pieschen wieder. Also Wind kommt, Regen kommt. Kommen wir zum Ende. Also ich werde hier gar nicht lange rumpalabern. Ihr wisst, wie ein Garten aufgebaut wird. Ich habe euch das mit dem Hortus auch verlinkt. Ich habe euch auch nochmal verlinkt das Video, wo ich ein bisschen mehr noch hierzu erzählt habe. Auch über die, ja, wie soll man sagen, die letzteren Schritte, bevor jetzt dieses Video entstanden ist. Das Wetter macht mal wieder, was es will. Aber ich möchte euch jetzt noch kurz zeigen, einfach mal ein Bild malen, eine kleine Vision von mir, wie das Ganze hier aussehen könnte. Das Gelände an sich habe ich jetzt noch nicht groß gezeigt und dafür jetzt die Details. Da die Schule direkt daneben, hier vorne, das wäre ein wunderbarer Kompostbereich, da kann man sich entgegenwirken. Das wäre schon ein Kreislauf der Stadt quasi. Schaut euch das an, das wäre doch ein wunderbarer Platz und jede Menge Material, was man nutzen kann. Wir werden es gebrauchen. Auf dem Platz hier wachsen sogar Riesenbohwürste, das sind Riesenpilze, die man quasi wie ein Schnitzel panieren kann und zubereiten kann in der Pfanne. In dem Bereich könnte natürlich der ganze Gemüseanbau stattfinden. Alles ein bisschen kreativ angelegt. Von den Husumern für die Husumer. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt hier voll aktiv sein werde. Natürlich schon. Aber es soll ein Wir sein und kein Ich. Und deswegen werden wir alle unseren Platz finden. Maulwurfserde gibt es auch wunderbar. Sehr schöne Anzuchterde. Und hier wäre Platz zum Spielen. Da haben wir Tore aufgestellt. Da haben wir einen Bereich mit Bäumen. Da kann man irgendwie einen Weg durchziehen und was weiß ich, Blumenpflanzen und so. Da gibt es ja kreativ jede Menge auszutoben. Das ist dann nochmal der Spielplatzbereich. Also nach rechts geht der Spielplatz weg, links vom Hundeverbotsschild. Und dieser schöne Rodelberg, ich wette, der wird fleißig genutzt. Für mich wäre das auch was. Vielleicht probiere ich es ja mal wieder. Ach, wie schön. Ja, es regnet immer mehr, aber wir sind ja nicht aus Zucker. Aber für die Aufnahmen ist es ein bisschen schwierig. Deswegen, ich werde euch noch aus ein paar Ecken jetzt den Garten zeigen. Und dann soll es vom Stadtgarten das dann auch gewesen sein. Eins noch, es geht nicht nur um Stadtgarten in diesem Video. Es gibt noch mehr Überraschungen. Wie gesagt, 2 Jahre Projekt Schrebergarten und ich habe noch was mit euch vor. Also dranbleiben. Gerade durch könnt ihr einen Hügel sehen. Da gehe ich dann gleich auch nochmal hin. Ansonsten stehen hier überall so ein bisschen Bäume. Und diese Ecke, wie gesagt, für den Gemüseanbau gedacht. Wäre jetzt so eine Möglichkeit, da könnte man dann schauen. Ich muss sagen, die Erde, die ich hier sehe, die gefällt mir richtig gut. Aus der Ecke komme ich. Also genug Platz wäre auf jeden Fall da. Das finden wir, ist auch nochmal ein richtig schöner Bereich. Hier könnte man sich niederlassen mit Hängematten, mit Bereichen zum Ausruhen, Schatten, wie auch immer, wofür das dann nachher gebraucht wird. Kreativität kann man da dann freien Raum lassen. Hier ist auch echt richtig Platz. Hier ist richtig, richtig viel Platz noch auf dem kleinen Hügel. Also ich habe Bock, ich hoffe, das wird alles so weitergehen, wie das bisher läuft, weil bisher läuft das sehr gut und wir sind einfach weiter positiver Dinge. Dennoch ist es nicht in trockenen Tüchern, wie gesagt, es geht um Träger, Finanzierung. Bei null könnten wir anfangen, anders geht es ein bisschen schneller. Lieben Gruß an die Katrin an dieser Stelle. Lunis, du auch, sei lieb gegrüßt, schön, dass ihr wieder zuschaut. Wie toll, wie toll. Ich würde sagen, mit dem Stadtgarten bin ich soweit durch und ich verkrümel mich jetzt ins Trockene und dann geht's weiter.